Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Und heute haben wir die zweite Centurion Challenge am Start. Wir bekommen ein Prime Electrum Profi Pack, Tradable sogar. Mal schauen, was es gibt. Ist nicht das beste Pack, aber man kann es machen. Man muss auch nicht viel abgeben. Wir müssen halt ein Team abgeben mit einem 75er Rating und nur 23 Chemie. Wir haben am Ende 24 Chemie zusammenbekommen. Brauchen einen seltenen, da habe ich sogar ein paar mehr reingehauen, aber einfach weil es gepasst hat. Mindestens 5 Vereine im Team. Auch easy machbar und nur maximal 4 Nationen. Ich bin halt hauptsächlich auf Spanien gegangen, wie man sieht. Also ich habe nur Gold Spanier erstmal reingestellt, bis ich halt eben die Full Cam hatte. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt wird es ja vom Rating her noch reichen. Ich hau mal noch irgendwelche random Bronzespieler rein. Da muss man dann halt gucken, dass man von den Nationen hinkommt. Ich habe jetzt 2 Iren und einen Engländer reingeklatscht, das hat dann von den Nationen her noch gepasst, da sind wir ja nur bei 3 dann auch, von den maximal 4, die wir nehmen dürfen. Wir brauchen mindestens 2 Erstbesitzer, haben 11, an der Stelle nice. Ja, easy machbar, wie gesagt, man kann einfach ein Nation-Team bauen und dann ist gut, am Ende kannst du sogar noch auffüllen, musst dann halt aufpassen auf die Nation, aber das kriegst du halt auch easy hin, 75er Rating kriegst du auch locker hin. Mit einem paar Gold Non-Rares und so. Wie gesagt, ich habe ja hier 8 Gold Non-Rares und ansonsten 3 Bronze-Dudes zum Auffüllen benutzt. Also easy, easy, easy. Der Cox ist auf der Bank von dem einen Team, aber das ist in Ordnung. Wir kriegen das Prime Electrum Profi Pack. Wenn das Pack vielleicht nicht so geil sein sollte, mache ich vielleicht noch den Inform-Player-Pick mal hier für das Video. Mal schauen. Aber wir gucken erstmal rein, was wir hier kriegen. Kann ja mal was ganz Gutes sein. Belgien, Mittelstürmer, keine Ahnung wer du bist, Dries Mertens mit 81. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht und ich habe alle Goldkarten schon, stark. Kostest du was? Nö. Da ist hier vielleicht irgendeiner was wert wegen Dingens? Nö. Hier einer? Nö. Ich würde sagen, Ganter fragen, wir machen den Pick. So, here we go. Hat ein paar Minuten gedauert, weil ich ein bisschen mehr auch einen Überblick verschaffen musste, was für 83er und so ich noch auf der Transferliste da hatte und so. Dass ich die hier alle, ich glaube, die müssten alle 3 drin gewesen sein, ne? Ihm hier nicht. Aber ihn kann ich auch abstoßen, das ist ein 81er, das ist, ich weiß gar nicht, warum der überhaupt auf der Transferliste ist. Aber ist egal. Wir gehen rein in den Player-Pick und ich bin gespannt, was wir kriegen. Gib mir einen Hummels. Das sind 3 so schlechte. Das ist, glaube ich, der schlechteste, den ich bisher gemacht habe. Holy moly, Alter. Alter Schwede, okay. Also dieses Video insgesamt ein totaler Reinfall. Wir haben noch das Elektrum-Profi-Pack, was wir öffnen können. Man kriegt ja für die jeweils einzelnen SBCs auch nochmal Packs. Ja, da ist aber, ich gehe mal davon aus, nichts drin. Würde mich überraschen, Frankreich, Torwart. Ey, es ist das Beste, was wir bisher gezogen haben. Und da ist ein seltener Goldspieler drin. Und nur, und also da ist nur ein seltener Spieler drin und der muss nicht mal Gold sein. Hier, also... Ja, Glück gehabt, ne? Also, das Pack war sogar stabil. Das nimmst du mit. Alle anderen waren schlecht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen mehr Luck. Schreibt es mir gerne rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.